Herzlich willkommen zurück hier zur letzten der großen vier Prüfungen bei Tales of Zestiria. Die Prüfung des Windes und bisher ist relativ easy alles. Und natürlich, es bleibt auch so. Dann mal ganz kurz noch gucken. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr die Kampfaktion geguckt. Alter Schwede. Wir haben gut nur 12 Punkte, nicht so viel. Was machen wir für 12? Oder 20, weil das ist schon ein bisschen mehr. Halb und halb will ich sowieso nicht. Dann haben wir noch verdeckte Abwehr. Vom Gegner wäre noch etwas. Frei auch nicht. Automatische Göttlichkeit. Nee. Partnerstoß, Kettenstoß. Man muss aufpassen, die mystischen Arten noch, wa? Neue Angriffskombo auszuführen. Der könnte allerdings noch cool sein. Naja, testen es mal. Du. Säbelzahntiger! Ja, das ist aber so der Theorie. Level up für Leila! So, was sind wir gleich? Da ist nix. Ja, komm her. Oh. Schaden draufkloppen können die Viecher echt gut. Leider ein bisschen zu gut. Komm, stell dir vor, das kann ich auch. Naja. Nicht so viel los mit Wasser. Versucht's nur. Ja. Wow, hat so geklappt. WTF. Und kurz warten, bis Leila zurück ist. Also zurück wieder am Leben ist man natürlich. Warte mal ganz kurz und leider so down. Ups. Warte, Knopf, ich wollte erstmal hier gucken. Das Windsymbol auf aktivieren. Du darfst passieren. Okay, auch mal richtig billig. Man, was hat's gebracht? Dass nur jemand, der Wind machen kann, auch passieren darf. Gut, das merke ich mir. Leila geht's nicht so gut. Jo. Was langsam doch mal, wa? Jetzt mal Leila, wenn sie einmal über 100 hat. Die Angriffspower kriegt diesmal Rose. Das zweite Mal Zoe. Der rote Salbei. Ja, noch ein bisschen weniger aus, vor allem Leila. Die Arte Defense. Geht doch so, ey. Eisenkrautverteidigung. Kriegt wieder Leila. Das war's auch schon. Okay, das nächste Tor. Da drüben geht's also weiter. Du, immer heit. Wozu bringt's denn hier jetzt eine Tour aufzumachen? Hä? Verarschen?
Aha. Und wenn ich jetzt den da hinten noch blau mache, da hinten war ja auch noch so ein Symbol. Darf ich mal auf Leila losgehen? Die Viecher haben es irgendwie schon drauf. Du. Ups, da kann er jetzt kommen, ja. Eine Seelenkette ist leer. Scheißegal. Die Windscheiten. Der Wind ist mit uns. Okay, das war das andere Tor. Ja, da geht's da hoch. Okay, da muss es erst wohl zubleiben. Obwohl es eh nichts bringt. Also ich frage mich recht, was ist das Sinn von dem Tor da? Wenn hochwärts, nur blockiert und so, wa? Hm. Was war das von unten, was deswegen hochging, wenn es jetzt hier blockiert? Ja, einer wissen, du magst keinen Wind. Ach, durchmarschiert! Mach mal ein bisschen schneller so, ja, also ganz ehrlich, ey. Meine Güte, Endna Level Up, sehr schön. Mikro der Nächste. War noch zackig, war? Vielleicht haben wir sogar Level 40, bis wir oben sind. Wir haben gleich stark wie Zavida. Wieder gute alte Zar, wieder. Das ist mir doch alles viel zu wieder. Du. Was? Ja, sind wir schon oben, wa? Oder wieso sonst geht da jetzt. Ne, da fehlt noch ein bisschen. Alter! Wie groß ist das Teil hier? Hm. Was aktiviere ich denn hiermit? Ja, sozusagen nix. Also ich sehe keinen Unterschied. Wow! Ganz ruhig, Kleiner! Sonst verbrenne ich dich noch! Oder Läutering, je nachdem. Immerhin, das wissen wir jetzt, wir können sie wieder hin und zurück bewegen. Das ist doch schon mal wichtig zu wissen. Ist aber da noch ein und da noch einen. Hm. Geh mal rüber. Und sag ihr guten Tag. Wendy heißt sie, die gute Wendy. Ich will mal amortisieren, dankeschön. Das ist natürlich eine ganz geile Idee, dass ihr jetzt euch getrennt habt. Bitte amortisiert doch mal!
Und sie schwächer Feuer haben, kann ich ihre Tiefen sich durchbrechen, WTF. Der ist echt so verdammt stark. Das ist eine sehr gute Idee, Layla. Jo, gut, wieder zurück. Ich bin gespannt, ob es noch andere Windspielchen geben wird. Für zwei Truhen, du, 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 das ist ja nie verkehrt, du, 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 du. Okay, da ist das bereits. Für das nächste Stockwerk. Was zum Henker? Zerstörte Windmühlen von hier nur!明らかに人の手によるものじゃないが、あんなのがあったら、当そのものが信仰の対象になったのも頷けるってところな。いや、内部のこんなところに普通の人は来れない。やっぱり外観の荘厳さからだろ。もう、そんなことより、そろそろゴールだよね。どうかな。まだ中腹ぐらいじゃないの。そっか。バテたのか。ん？大丈夫。ありがとう。 別に心配などしていない。ダメよ。それじゃダメ。何がだ。ミボ、日本を見せなさい。なぜ僕に振るんだ。っていうか何の見本だ。ライラ。ぐるぐるしても大丈夫。任せて安心。ベゼル印の瞬天の芯。離れた崖でも一飛び。ベゼル印の瞬天の芯。今ならベゼル3付きでお値段据え置き500ガルド。安すぎるぞ。 Wir alle wissen das, Mibu. Was ist die Hälfte? Leck mich am Arsch. Gar nicht mehr. Alter. Na gut, ich hoffe, es ist immer ein bisschen spannender, weil einfach nur anstatt den Stockwerk hinaufzugehen, das ist ja schon gut, aber geht langsam der Sauerstoff hier oben aus. Ja, schon mal gesagt. Ja. Ja, also wenn du hier runterfällst, dann ist es definitiv hinter dir. Oh, Moment mal. Wir sind jetzt hier. Das zweite Stock, der dritte Stock geht da irgendwie weiter. Hm, wir sind doch schon näher als wir dachten. Alter Schwede, jetzt geht's aber ab hier. Ja, vier von den stärksten Viechen überhaupt hier. Ja, muss ein bisschen spammen hier. Langsam mal durch hier. Na, geht doch. Leck mich am Arsch, ey. So, das ist sowieso fast down, das ist nichts Neues. Lalala, Part 70 und danach hochkommen, plus ein bisschen Überlänge und so, versteht sich. Hätte klappen. Ach du Scheiße.
Ja, das mögen die Viecher überhaupt nichts. So, was ist Leuteglück erhalten? Ah, eine neue Arte, war. Nö, doch nicht hier. Leuteglück, echt jetzt? Ah ne, hier, Angriffsschritt. Deskriffe brauchen 10. Oh, das höre ich wiederum nicht gerne. Hm. Achso, da geht's nachher. Okay, ja, ja. Nicht zu sehr der Karte vertrauen. Du. Ja, trotzdem bleibt es einfach hin und her und hin und her. Hier ein Tor öffnen, da ein Tor öffnen. Gegner auf dem Weg, entweder aus dem Weg gehen oder platt machen. Also ist ja schon cool. Schon ein kühles Lüftchen und so, die Prüfung selbst, aber ja, ich würde doch sagen, fast schon ein bisschen lahm. Sollen wir hier aus dem Weg, weil es sind sowieso nervige Dinger. Wow, das war knapp. So. So langsam da oben. Ja, könnte hinkommen. Hm? Jetzt fängt schon an. Auch das wieder zumachen muss, als sonst komme ich da nicht rüber. Das Monster so, hä, was soll das jetzt? Nein, lass mich raus, du Arsch! Also das muss ich sowieso offen lassen, geht gar nicht anders. Die anderen kann ich auf der anderen Seite noch deaktivieren. Na toll. Level 40, weiß nicht, was wird. Sag mal, kannst bitte Galoppflamme, dankeschön. Also hier fehlt eine normale Truhe. Ich schätze mal, da ist nichts Wichtiges drin. Da wird es vermutlich etwa... Oh, nee, da ist ja gar nichts. Gut, umso besser. Da geht es auch noch irgendwie hoch. Wendy's! Einfach draufhauen sind eher an einem Punkt. So viel dazu. Jo, auf da hinten. Geöffnet ist natürlich auch nicht schlecht. Was macht denn der hier? Aha, dann muss ich gar nicht, okay. Mein Fehler, hat nicht richtig geguckt. Ich habe trotzdem hier zwei Platten, war da zwei Platten? Nein, sogar drei Plattformen. Das andere zum den Weg zurück. Der geht aufwärts. Da komme ich allerdings nur dahin. Lass mich ran, ich brauche einen anderen noch, damit ich dann da rüberkomme.
scheinbar muss ich hier ein bisschen tricksen. Und dann natürlich wieder absenken, weil das ist eine Variante. Aber erstmal gucken. So, folgemäßig. Länge 20 Minuten bereits rum, ist kein Problem. 500 dauert es eh ein bisschen länger. Wir sind Gargoyles und wir sind stolz darauf. Alter, Feuer und Wind. Das himmlische Kind. Das ist der erste Streich. Das ist ja gar nichts, eine Truhe, nix. Auch kein Normin. Also würde auf die Distanz sehr sehen. Da hingegen ist eine Truhe, okay. Jetzt kann ich hier schon mal weiter. Gut, was macht der hier? Da kommen wir dort entlang und der letzte hoffentlich Gargoyle heute. Mann, ist ja gut, Leute. Neben! Also ich hab's nicht gemacht, ganz ehrlich. Hat ich da automatisch eingestellt? Moment mal. Ja, das soll natürlich nicht sein. Ja, schon, aber das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gehabt. Okay, das ist jetzt ein bisschen crazy, weil das macht er jetzt scheinbar nicht immer. Na gut, lass mal so und mach mal... Wie? Ah, oh, natürlich fehlt ein Punkt, toll. Apfelgummi, du 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 du. So, da ist noch den hier. Auch wenn der runter ist, bringt es ihm das sowieso nichts. Komme ich noch zum anderen Teleporter drüben? Ja, das geht noch, okay. Dann mal das testen, du 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 du. Jo. Wir haben es hoffentlich gepackt, Leute. Ah, schön, schön, schön. Dann über Schrein natürlich, wie gehabt. Platz vor dem Schrein, schön. Und dann jetzt hoffentlich die Prüfung bestehen. Ich habe zwar zu wenig Essen, aber spielt keine Rolle. Jetzt schon. Yokoso,
若き同志よ。お久しぶりでございます。同志はデル。久しいな、ライラよ。どうして、この人が？もう数百年も前のことだ。エクセオと同じというわけか。俺たちはそんな話をしに来たわけじゃない。そうであろうとも、若き風の天族よ。デゼルだ。デゼルよ。この塔の存在そのものが試練。頂上へと至ったそなたらは、それを乗り越えたということだな。あとは、私の心次第ということになる。 なんか含みあるね。入り口であった氷魔と生贄に関わることじゃないかな。うん、良い洞察だ。さあ、頂きの舞台へと行くがよい。見せてもらうぞ、若き同志、その腹からよ。 Jawohl. So Leute, die Folge ist ja Part Nummer 70 und sie kam, glaube ich, sogar am Sonntag raus. Und glaube ich mal machen. Alter, ich bin da erschrocken, ey. Mach ein bisschen länger. Fähiger gegen Antop-Gegner plus 10, gedämpfter Klang. Ja, wieso nicht? Tschüss, ich gehe wieder zum Herrscher des Landes, noch gar nicht gibt. So, kein Yuma hier, kein Level-Up mehr für Zoe und seine Friends? No. Bin ja selber schuld. Alter, so wäre mir gar nicht wohl, Leute. Wenn hier runterfällt, sind also recht hinter dir. Wobei, der Flug selbst ist sicher noch episch. Wenn wir zwar alles irgendwie in die Hose rutschen, aber ja, der Flug selbst, der wäre geil. Rotes Eisenkraut, da wird die Verteidigung, die wird am Leil einmal über 100. Der Allesteiler, kennen wir da noch aus Tales of Xillia und Symphonia. Sag mal, wir haben langsam gut hier. Ja, ich glaube, das ist es. Sieht aber episch aus, muss ich zugeben. Ist unten etwas? Nö. Trotzdem nachgucken, vielleicht übersehen wir hier irgendetwas, was sein muss. Die Aussicht ist definitiv schön, keine Frage. Aber, ja. Wäre trotzdem etwas zu hoch für mich. Oh, jetzt wird die AP erhöht, ja, ist klar. Jetzt, wo ich kurz am Abkratzen bin. Machen wir Vergeltung. So. なんで生贄になんてなろうとしてるの？もう私は死ぬしかないの。私は人を殺めた。家族を食い物にしていた男を。そのせいで私たち家族は見知らぬ人からも石を投げられ、 苦しむ結果となってしまった。家族の幸せを守りたかっただけなのに。伝承にのっとり、ここで神への生贄として身を投じれば、少なくとも私の汚名は名誉へと転じることができる。それだけが私の救い。私は生きていても苦しいだけ。もう死ぬしかないの。 もういい、放っておけ、スレイ。デゼル、家族のために手を汚したことを後悔するだと。おめえを名誉に転じるだと。こいつは誰かに認められたいだけだ。自分は悪くなかったと。何怒ってんの、デゼル。怒ってねえよ。氷魔の領域だ。 行くよ。組なし野郎を止めとけ。オッケー。
わかった。出番なしってわけね。お任せしましょう、エデンさん。ドゼル。死にたがりがなんで必死にしがみついてる。 したことが正しいのか分からない時ってあるよね。確かに一人じゃぐるぐるしちゃったりするし、けど生贄になるから罪を許してって言われても天族のみんなもどうしようもないんだ。私はせっかく守った家族を残しても何の意味もなくてもやっぱり生贄として身を投げたい。 偉そうに言ってるけど、俺も仲間によく抱え込むなって言われるんだ。家族がいるんだからさ、一緒に考えればきっといい方法あるよ。はい。うん。だがまだ終わってない。その通りだ。こいつをやっつけなきゃ。 Das ist leider wahr. Was hat er eigentlich für Schwächen? Feuer und Wind, das himmlische Kind. Und jetzt sind es noch nicht am Zug. Jetzt machen wir es. Ich glaube zwar nicht, dass ich schon die Dinge habe, wa? Nö, scheinbar nicht. Natürlich meine die mystische Art war die Rede von. Sieht nicht gut aus. Ja, Kristallpower wäre jetzt ganz geil. Jetzt muss ich hier ein bisschen spammen. Weil er mich nicht angreift, warum auch immer. Ja, bin ich. Du sollst mich angreifen, du Arsch. Ich dachte, neue Besten dazu, dann schlecht. Daneben! Also, ich kriege so ein Problem, Leute. Da habe ich schon mal viel Schlimmeres erlebt. Verdammt, lass doch mal die mystische Art einsetzen, die wäre jetzt geil. Nee, klappt aber nicht. Egal, lassen wir's. Hier bin ich, guck mal. Du sollst mich angreifen, du Arsch! Die arme Rose, so beim Momentan geht's wieder. So. Seht ihr, kein Problem für uns alle, wir haben alle überlebt. Wow. さあ、もう大丈夫。立てる？
もしや神。いや、天族の方々もそばにおられる。うん。ここにいるデゼルっていう風の天族があなたの命を救ってくれたんだ。余計なことを言うな。ありがとうございます、デゼル様。本当にありがとうございます。私これから堂々と生きたいって言います。私が私自身をもっと信じます。 超照れてるし。俺たちまだここに用があるんだ。一人で下に降りられる。はい、大丈夫です。町には辺境巡視隊の方に連れて行ってもらいます。うん、それがいいよ。本当、よかった。Jo, irgendwie schon. Große Frage, hat die Prüfung bestanden? Und wenn ja, was passiert gleich? Dann nehme ich schon noch einen epischen Cutscene aus. その身に脈づいているものに、それは拒絶するものではない。現にお前は言葉なくとも仲間の声を感じ、自ら動いたではないか。ごたくは済んだか、さっさとやれ。仲良くなるのに抵抗があるってわけ？なんで？非常にならなければなせないことがある。お前らもそれは気づいているはずだ。仲間のおかげで 乗り越えられるものもあろう。この神殿へと至り、試練を乗り越え、この祭壇に立っていることこそがその証。さあ、祈りを捧げるがよい。若き風の天族、若き同志よ、これからの童貞に何が訪れるか、いかなる可能性も想像しておくことだ。 この旅路の果てに導き出した光を見失うことないようにな。はい、光。ではな、同志スレ、そなたの旅路に光あらんことを。ありがとう、マーデルさん。どう、バッチリ？ うん、何なんか、ありがとう。はあ、デゼルさん、無理をなさることはないのですよ。出番は終わったってことかしらね。もうここに用はない、行くぞ。大丈夫ですか？また力に当てられたのでは。平気だよ、心配してくれてありがとう。4つの秘力は揃った。 エルダルフに対抗できるのかな。それはやってみなくちゃわからないだろ。うん、つまり、そいつを探すと。手がかりなしよ。どこから手をつける？最初に会った場所からが鉄則だろうね。わかった。戦場だな。よ、 finde ich auch eine sehr gute Idee. Bestandene Prüfungen, Trophäe erhalten, geil, aber das machen wir natürlich erst, ja, nicht möglich. Eine Trophäe bekommen ist ja auch im Screenshot nicht möglich. Hm, vielen Dank, Spiel. Obwohl eher Sony, naja, egal. Die sind jetzt mal danke fürs Zusehen hier und dann nächste Folge mal noch die neue Windarte ein bisschen ausprobieren. Ansonsten, alle Level up, wir sind alle cool drauf, wir haben alles gepackt und jo, sind gespannt, wie es weitergeht. Natürlich auch auf der Suche nach Heldalf, war natürlich auch spannend. Das hier machen. Gehen zu Esther Glyphed, wo Heldalf war. Und ich habe das Gefühl, schon hier runtergehen, wird noch etwas geschehen. Aber egal, das will es mir in der nächsten Folge wieder hier bei Tales of Cestiria. Bis dahin, ciao zusammen.